Buongiorno, meine kleinen Makaroni, zu einer neuen Folge von Mario und Luigi. Paper Jam, Buazas, wow! Wir haben im letzten Part ein paar Paper Toads gerettet, gefangen und gejagt. Und jetzt wird es Zeit, dass wir paparisieren. Keine Ahnung. Toadette bat uns, vor dem Goomba-Karton-Koloss auf sie zu warten, stimmt's? Ja, Captain Obvious. Dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Hi. Hier sollten wir doch warten, nicht wahr? Hey, ihr Nullen! Wir haben jetzt genügend Goombas zusammen, um diesen Kartonkoloss in Gang zu bringen. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Macht euch breit, Schergen! Zeit, diesen Witzfiguren eine Lektion zu erteilen. Ruck! Natürlich. Als wenn die das können. Was um aller Welt ist das denn? Hallöchen! Keine Sorge. Wir haben genau das, was ihr braucht. Yay. Puh. Ja, jetzt bin ich gespannt. Hau ruck, hau ruck, hau ruck, hau ruck. Sieht schon irgendwie... Ich weiß auch nicht aus. Kartoncross Mario! Möchtest du dir die Einführung zu Kolosskämpfen ansehen? Ja, okay, komm. So funktionieren Kolosskämpfe. Da war mal. Das Ziel dieser Kämpfe besteht darin, deine Kolossgegner zu besiegen, indem du ihre KP auf 0 reduzierst. Nein! Er leidet jedoch dein Kartonkoloss Schaden, nimmt auch seine KP-Anzeige ab. Ach, was du nicht sagst. Bewege deinen Kartonkoloss mit Hilfe des Schiebepads. Okay. Ah, das funktioniert, hätte ich ja nie im Leben gedacht. Hui! Aha. Drücke zum Drehen deines Kartonkolosses um 180 Grad. Das ist sehr praktisch, wenn du flink deine Bewegungsrichtung ändern musst. Drücke zum Positionieren der Kamera in Blickrichtung deines Kartonkolosses. So kannst du schnell sehen, wohin du dich eigentlich gerade bewegst. Okay. Yay. Drückst du und gleichzeitig kannst du zeitgleich deinen Kartonkoloss wenden und in die neue Bewegungsrichtung blicken. Ah, okay. Koloss-Ladepunkt. Auf diesen Feldern lädst du die Energie deines Kartonkolosses auf. Lassen die Ringe die Noten aufleuchten. Drücke. Ah, den blauen Ring. Alter. Okay. Ist die Frage des Rhythmus. Interessant. Das ist irgendwie voll Stulle. Angriff. Nachdem du deinen Kartonkoloss aufgeladen hast, kannst du Gegner mit Sprints oder Sprungwürfen angreifen. Aha.
Versuche einmal, deinen Gegner durch Drücken von über den Haufen zu sprinten. Du wirst sehen, er wird ein wenig Schaden nehmen. Hui. Auch deine Gegner setzen Sprintangriffe ein. Zum Glück werden sie während der Vorbereitung eines Sprints zur leichten Beute. Yeah! Wurde ein Gegner umgeworfen, hast du die Chance, großen Schaden anzurichten. Vollführe einen Sprungangriff mit einem Kartonkoloss, während der Gegner am Boden liegt. Achte dabei darauf, dass sich dein Zielcursor über deinem Gegner befindet. Ah. Exzellente! Hast du den Sprungwurf ausgeführt, musst du deinen Kartonkoloss wieder aufheben. Ah ja. Ah, einfach hinlaufen, cool. Die Rückseite deines Gegners ist seine empfindliche Stelle. Triffst du ihn dort mit einem Sprint, richtest du erheblichen Schaden an. Interessant. Versuch doch mal, deinen Gegner von hinten zu rammen. Verführe mit einem Kartonkoloss einen Sprungwurf auf den Gegner, um ihm den Rest zu geben. Mörder. Angriffsgrundlagen. Von hinten poppen und dann draufhüppeln. Gegner umwerfen. Warte mal. Drücke und Gegner umwerfen. Okay. Interessant. Damit wären wir am Ende der Einführung eingeführt. Möge der Kolosskampf beginnen. Dann wollen wir mal endlich loslegen hier. Okay, da haben wir ganz viele Gegner. Mal kurz gucken, ob wir... Okay, hier haben wir sonst nichts. Alles klar. Da ist ein Toadhaus. Sieht schon interessant aus. Exzellente! Gefällt mir irgendwie. Okay. Ich mach mal alles kaputt hier. Piep. Will ich auch ein bisschen was einsammeln? Das ist irgendwie interessant. Yes! Die Kleinen haben schon mal keine Chance gegen uns. Noch ein paar Münzchen einsammeln. Okay, das war ein Schuss in den Ofen. Den hier. Pilze füllen 50% der... Ah, okay. Gut, dass ich die jetzt schon eingesammelt habe. Hier bin ich. Wird man. Yay! Mal. So, von hinten gerammelt und einmal draufhüppeln. Exzellente. Warte mal, einmal drehen. Das hätte ich noch ganz gerne. Und noch einmal finishen. Oh yeah. Ist schon cool. Ich fand ja auch die Riesenkämpfe richtig cool damals auf den alten Spielen. Und das hier finde ich auch irgendwie nice. Schnauze, Mongo. Und das ist dein Ende! Woohoo! Der Goomba-König, Kartonkoloss, Falt, Gigant, Goomba. Ich glaube, der ist böse. Und dumm. Okay.
Komm, du Boss! Auf mal einsammeln. Haben wir sonst noch irgendwas, was ich haben möchte? Ich glaube nicht. Machen wir alles kaputt. Hui! Okay. Gut. Hat sich erledigt. Warte mal. Jetzt machen wir das ganz schnell mal. Bam, 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 bam. Yay! Unsere Tauts sind wieder vollzählig! Ich sollte das überlassen. Ich brauche die ja noch. Da wollen wir den Bossfight. Dann wollen wir mal ihm eins aufs Maul geben. Komm her, Dickerchen. So, das ist unsere Chance. Von hinten! Und einmal richtig ans Reindrücken. Yay! Mister, hätten wir ihn fast sofort gekriegt, aber egal. Wir machen das so. Ist noch relativ easy, ist auch der erste Boss. Aber schon irgendwie cool. Der ist ein bisschen dumm. Relativ easy, aber naja, ist ja so ein Tutorial, Boss. Okay. Das war's. Jetzt habt ihr mich wirklich wütend gemacht. Ab sofort werden andere Seiten aufgezogen. Macht euch auf euren Untergang gefasst. Alter, du bist voll ramponiert. Du machst dir niemandem Angst. So eine feige Pussy, ey. Oh. Okay, warte mal kurz. Ich muss mich mal kurz hochheben. Ach, der bleibt da unten. Okay. Der kommt gar nicht hinterher. Ich dachte, der folgt mir. Aber dem ist ja zum Glück nicht so. Brauche neue Toads. Bam, 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 bam. Exzellent. Oh, ich bin fast tot. Ich muss mich unbedingt wieder hochheilen. Warte mal. Ups. Ah. War schon fast tot, Alter. Das ist nicht gut. Ist das irgendwo ulkig? Yeah! Und das ist sein Ende! Erfolgreich den Boss geklatscht! Oh, yeah. Yahoo! Geh wohnen! Ist schon cool! Kugelhagelhammer, Verteidigung, Pilzsoße, Bonbon und ein Upp-Pilz. Oh, ist das schön. Der Kampf war cool. Na, wartet. Wir sehen uns wieder. Verpiss dich. Ab in die Wüste mit dir. Yeah! Wir haben gewonnen. Ich gehe mal weiter. Mamma mia! Seht nur, da hinten, Bowsers Festung. Okay. Ach, kann man von hier aus schon sehen. Alles klar. Beeindruckend, wie immer. Hey, Moment mal. Wie kann denn ein Hammer aus Papier überhaupt Schaden anrichten? Das wüsste ich auch gerne. Komm, komm, komm. Oh, Shy Guys! Da sind Shy Guys! Murmel, murmel.
sind so knuffig. Ich kann ihn ja mal an deinem Kopf austesten. Dann siehst du's. Hey. Hey. Wow. Ihr seid so knuffig. Krummel, krummel. Alle Schergen in Reihe und Glied. Er hat Glied gesagt. Ah, knuffig, Shy Guys. Knuffig. Und jetzt euer Schlachtruf. Gumbas. Wer macht alle Gumbas platt? Jeder, der es mit Sprüngen hat. Aber Mario, weißt du was? Alle Gumbas haben satt. Naja. Und was sagt ihr, Koopas? Uns tritt man nicht mit Füßen. Wer es denn noch wagt, wird Panzer küssen. Okay, das ist ja... Ich dachte, jetzt kommt der wird es büßen oder irgendwie sowas. Aber egal. Hammer, Brüder, lasst mal hören. Unsere Hämmer fliegen hoch. Unsere Hämmer fliegen weit. Mit Hämmern gewinnt man jeden Streit. Hey, Kumpel. Bob Oms. Kabum. Kommt da noch mehr? Nein? Okay. Ist das hier öde? Ist auch langweilig. Wer ist der Feind? Der Mann in Rot. Der Mann mit dem Bart. Der schreckliche Mario. Wir verdienen... Mann, ihn zu besiegen ist das Ziel. Und seinen Schergen Luigi, der Mann in Grün, der sich wahrscheinlich selbst ausschaltet. Na, kommt da noch mehr? Ich glaube nicht. Wir verdienen uns zwar eine Belohnung, wenn wir die Prinzessin bewachen, aber... Öde. Ist das hier öde? Sag mal, woher kommst du eigentlich? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Aus dem Buch wie Papa auch. Heißt das dann, dass du auch, dass du nach Hause gehen musst, wenn wir das Buch finden? Ich glaube schon. Aber wenn du nicht wärst, wäre ich vor Langeweile schon gestorben. Ich habe auch so gar keine Lust, allein zu Hause rumzusitzen. Spielen sie ihren eigenen Plan? Ich habe eine Idee. Wir suchen das Buch und zerstören es. Dann wäre das Problem gelöst. Gar keine schlechte Idee. Unsere Papas fänden das bestimmt auch toll. Hast du irgendeine Ahnung, wo das Buch ist? Kein blassen Schimmer. Im Pilzpalast. Es muss doch möglich sein, hier herauszukommen. Oh, das ist ja brillant. Sobald wir hier fertig sind, sollten wir dieses Buch suchen. So könnte es funktionieren. Sie will sich doch nicht etwa nützlich machen. Wer ist der Stärkste? Bowser! Wer ist der Wildeste? Bowser! Bowser! Lass uns marschieren! Alter Angeber. Alter Angeber. Nun, da zwei Armeen Seite an Seite marschieren, sind wir unaufhaltsam. Ich will vor. Aus dem Weg. Dies ist das Ende von Mario und seinen jämmerlichen Freunden. Genau. Aus dem Weg. Was? Wir räumen sie aus dem Weg, egal wie. Genau. Ich habe hier die Zügel in der Hand. Meine Schergen werden das Pilzkönigreich besetzen. Dann gehört es mir. Genau. Euer Schrecklichkeit. Aus dem Weg. Aus dem Weg, habe ich gesagt. Was? Euer Schrecklichkeit, aus dem Weg! Aus dem Weg, habe ich gesagt. Euer Schrecklichkeit! Aus dem Weg! Euer Schreck! Wer hätte gedacht, dass sie gleich um die Ecke ist? Echt jetzt? Los, die Prinzessinnen sind dort, also ist das unser Ziel. Mario! Mopsi! Ebenbild, Ebene. Okay. Wer hätte gedacht, dass wir Mopsi hier nice hier finden? Warte mal. Kurz auf Speichern klicken. Ah, wir sind in der Wüste, sind aber noch in der Ebene. Okay. Ist echt klein, die Map.
noch ein bisschen Eis, ein bisschen Dschungel, ein kleines bisschen Insel. Dann haben wir noch ein bisschen Meer. Aber wer weiß, was sich doch so alles auftut. Da habe ich nämlich keine Ahnung. Oh yeah. Ich würde mal sagen, wir gucken uns erst in der nächsten Folge hier um. Das war's erstmal für heute. Ach, und jetzt, meine kleinen Makaronis, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir die Wüste erkunden und erstmal Mopsi ein paar aufs Maul geben. Mopsi ist nämlich ein Dieb. Da ist ein Stein. Ich mal kurz sehen. So. Also, das war's für heute. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder von Mario Luigi Paper Jam Bros. Yeah! Arrivederci und tschüss. Bis morgen.